Ich sag dir, Fahrschule, Führerschein ist so eine unmenschliche, hundesündige Geldmache, Alter. Ey! Auf! Warum, Mann? Ey, oh. Ey, ihr gebt mir gerade so Hack auf die Eier, Mann! Es ist unglaublich, ihr habt so gar keinen Bock mehr gerade, ne? Ernsthaft. Nein! Ja, ihr habt beide verkackert. Die verdienen nicht schlecht, habe ich auch nichts gegen gesagt, aber 25 Flocken verdienen die nicht. Was zahlst du denn für eine Parkstunde? Genau, mach das mal, weil als mit Ariel gequatscht habe, mein Fahrlehrer. Toll. Entschuldigung. Seid ihr gut drauf? Ja. Das freut mich natürlich. Habt einen wunderschönen Tag, denn heute rasieren wir wieder in GTA mit einem Liberator-Parcours. Ersten Tage der Losers. Da hat's auch so angefangen. Heute hört's aber nicht auf. Gemeinsam mit Aris. Den haben wir hier noch so. Nugi und Deko. Einen wunderschönen. Hallo! Yo! Es geht! Einen wunderschönen guten Tag. Was geht? Einfach nur auf den Kunden. Auch wieder am Start. Okay, ja, wir haben hier 7%igen Liberator. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nacht, guten Mittag, guten Reis, guten Appetit, guten Durst, guten Rauch, guten Dusch, guten Dienst und guten Mittag und guten. Oh yes, Daddy. Yeah. Wollte ihn mal ganz kurz wieder mal rüberbringen. Einfach mal alles wieder durchzuhören. Digga, wer geht denn da tauchen? Aris will tauchen gehen, Brudi. Jo. Digga, ich will mal wieder tauchen gehen, Alter. Digga, tauchen war ich aber so, also... Tauchen, so richtig tauchen war ich noch nicht. Ich war schnorcheln, das war ich. Ja, warst du schon mal... Du aber im Rektum von so einem Elefanten, Alter. Digga, Dominikanische Republik. Da war ich so ein bisschen rumschnorcheln. Das war richtig geil. Da habe ich, was habe ich denn da gesehen? In so einem Elefantenrektum geschnorchelt. Da habe ich, was waren das? Seesterne habe ich da ganz viele gesehen. Das war ziemlich nice. Seesterne gesehen. Dann habe ich da verschiedenste Fische im Meer. Ja, Nugi, ey. Und ich hatte Marvin hat Seesterne gesehen und Seeigel gestreichelt. Es geht wieder los mit Anonymous-Meme. Und es geht schon wieder los. Hä, warum? Typ noch eingeworfen. Ja, anscheinend ja nicht, du dieser Sackfisch. Ja, genau. Hey, das kann doch gar nicht sein, warte mal. Okay, Alter, warum übersteuerst du gerade so krass, Digga? Was ist denn hier? Oh, halt, stopp. Warte, Nugi, sprech mal. Hallo? Alter. Hallo? 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 Warte mal. Also ich muss Nugi bei mir gerade hardcore leiser drehen, das geht gar nicht. Echt jetzt? Ich muss Nugi auch leiser machen. Und ich muss Marvin lauter machen. Hallo, hallo, hallo. Check. Ich habe gehört, dass in den letzten Rainbow Six-Aufnahmen irgendwie Marvin voll leise war und Nugi voll laut war. Oh, dann muss ich vielleicht leiser reden. Nein, falls sich Nugi übrigens verschnupft anhört, er ist krank. Also ein bisschen mehr als sonst. Er hat gerade einfach nur Tampons in der Nase. Richtig. Wie ist es Blutdruck? Wenn ihr das mal sehen wollt. Aha. Aber können wir bitte nochmal über Schnorcheln und so reden? Deko zieht das immer gerne ins Lächerliche. Wart ihr schon mal Schnorcheln? Wart ihr schon mal tauchen? Was heißt ins Lächerliche? Schnorcheln ist halt Tauchen für Noobs. Also du warst schon mal in so einem richtigen Anzug, warst schon mal tauchen, ja? Ja. Braucht man da nicht einen Taucherschein? Also ich hatte mal eine Taucherbrille auf. Du hast einen Taucherschein? Ich hab einen Taucherschein, ja. Also das könntest du ja nicht einfach mit Geräten tauchen, das geht ja nicht. Das ist ja nicht mit ohne Schein. Oh, Digga, wo hast du denn einen Taucherschein gemacht? In Ägypten irgendwo oder was? Ich hab den gemacht auf Mallorca. Digga, das ist eh nichts wert, Laberkopf, ey. Du hast gezahlt, 6,30 Euro, Alter? Ich hatte eine richtige Schule dafür und was der gekostet hat, weiß ich nicht, da war ich 14. Oh. Das mussten die Eltern bezahlen. Ja, auf wie viel Meter denn? 2,30 Meter oder was? Nee, also ich war auf 20 Meter schon. Oh, krass, ey. Und wie war's? 20 Meter ist schon tief. Und das, obwohl du ja auch so ein bisschen Angst vor der Tiefe hast auch, ne? Ja, aber also ich meine, wenn du du siehst ja den Boden. Ach du, da siehst du den Boden? Okay. Ja. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwo schwimmst, wo es noch irgendwie 200 Meter tiefer ist, dann siehst du den Boden in der Regel, ja. Und dann geht's auch, ne? Ich hab nur so Probleme damit, wenn ich den Boden nicht sehen kann. Wenn ich quasi nicht weiß, ob da noch irgendwie mehr ist. Ja, so ein Megalodon oder so ein Scheiß, Alter. Genau, sowas. Dass ich gerade schon drauf war und Marvin mich runtergestoßen hat. So ein dieser. Und dass du einfach nicht dazu. Warte, ich fahr extra zur Seite, ja? Ich bin Ehrenbosser. Ja! Ares! Digga, was ist denn? Nee. Pisst euch da jetzt! Ey. Ah. Das ist doch ein Witz. Was für ein Junge, wie soll ich denn fahren, Alter? Du hast den Krieg angefangen hier gerade, ja? Das will ich mal kurz sagen.
Ey! Warte, ich brauch ein bisschen Speed. Fahr ein bisschen. Warum? Weil ich Speed brauche hier. So, okay. Ich komm direkt hinterher. Ja, ich war in Österreich. Oh. Oh, ich fahr direkt weiter. Speed mitnehmen. Ja, ich fahr nochmal nach hinten. Das geht voll in die Hose. Oh. Ja, 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 ja. Oh ja. Warte, ich fahr nochmal hier. Warte. Ich bin es nicht. Ares! Warte, ich komm hier. Digga! Alles gut. Nee, fahr du. Aber hier, tauchen will ich auch irgendwann mal. Aber wirklich, ich hab echt... In dem Moment denkt man nicht darüber nach, dass man vom Megalodon gefressen wird, aber so wenn man so im Nachhinein nochmal so Revue passieren lässt, dann hat man schon ein bisschen Kacke. Ich hätte jetzt auch gerade vom Megalodon gefressen werden können, ja. Oh. Aber ja, ich hab den mit 16 gemacht, ich war danach nochmal, ich war in Ägypten einmal tauchen. Dachte 14. Achtung, Ares, ich komm. Achtung, Ares. Ares! Jo. Deine Story ist random. Okay. Ja, es war auf Mallorca. Ich kann sogar, das Hotel. Auf Ibiza war es übrigens. Ich war doch jetzt im September auf Malle. Als ich NEIN! Ey! Da dieses Etablissement besucht, dieses Hotel, diesen Strand. Kacke. Wo ich früher meinen Eltern war. Da hab ich meinen Tauchschein gemacht. Okay, weiß doch nicht, was der gekostet hat, ne? Ja, aber sowas ist recht teuer. Ares, willst du mal einen Tauchschein machen? Nö. Das heißt, das war ich würde schätzen, es kostet so Richtung 400 Flocken, 300, 400 Flocken, irgendwie sowas. Schon ordentlich. War so eine Woche, Theorieunterricht und dann Prüfung. Hau ihn weg! Ja, keine Chance, ich bin zu gut. Digga, Ares, komm her! Ja, Digga, Ares, ich war quasi an dem Punkt, wo du warst, konnte aber auch nicht zu weit nach hinten setzen, weil Nuki da rumstand. Ey. Ja, dann musst du es doch jetzt aber zumindest hinkriegen. Ja, ich bin schon. Dauert nur ein bisschen. Jetzt ist kein Nuki mehr da, um die Schuld zu geben. Also. Vielleicht doch. Also, Tauchlehrer, ja, das haben wir durch, aber es gibt ja auch sowas wie Fahrlehrer, ne? Und ich habe da jetzt hier was von der Tagesschau gelesen. Die Durchfallquoten sind massiv gestiegen. Wir haben... Digga, das ist, ich sag dir, Fahrschule, Führerschein ist so eine unmenschliche, hundesündige Geldmache, Alter. Das ist so krass. Ich bin auch der Meinung... Bleib doch stehen, Brudi! Ich bin der Meinung, meine ersten beiden Führerscheinprüfungen hätte ich eigentlich bestehen müssen. Und die dritte hätte ich locker dreimal durchfallen müssen. Und trotzdem habe ich bei der dritten bestanden und bei den ersten beiden bin ich durchgefallen. Einfach putzt du den Daten? Weil die nochmal extra Knete für die Nachprüfung einsetzen. Ach, das ist Quatsch, Alter. Du hast 100% Pro irgendeine Scheiße gebaut. Laut der Tagesschau, wir können gleich nochmal darüber reden, auch wenn ich die ganze Story schon kenne. Laut der Tagesschau, Durchfallquote 2014 in der theoretischen Prüfung 32%, 2023 42%. Das ist also nochmal ordentlich um, was ist das dann, 30% gestiegen? 30% gestiegen, ja. Wir reden von der Theorieprüfung. Alter Schwede. War das Theorieprüfung? Theorie, ja. Okay. Ja, Theorie habe ich First Try hinbekommen. First Try habe ich auch. Aber es ist nicht einfach, weil es gibt schon brutal viele Fragen eben. Also es ist nicht so, halt mein Bier, ich mach das mal eben. Ich muss sagen, ich habe die Fragen, dieses Theorieblatt, das man hat, und ich hatte damals noch keine App dafür oder sowas. Ich hatte so Fragebögen, die ich immer ausradieren musste wieder. Die kenne ich auch noch. Und ich habe die in 4 Tagen, habe ich den Scheiß auswendig gelernt und danach die Prüfung geschrieben. Oh. Genau, es ist eben auswendig lernen, aber man muss eben auch ein Gefühl haben. Oh, Scheiße, musst du ja richtig gerade springen, ey. Easy first try. Das wird heftig. Hab ich. Pro fucking Bosser. Yo. Ja. Ich war drauf, aber nur mit 2 Reifen. Ich hoffe, das ist so gut. Oh, Digga, first try, er ist einfach. Es ist der Pro fucking Bosser. Bei der Praxisprüfung bin ich zweimal die ersten beiden Male durchgefallen. Oh. Oh, warte ganz kurz. Oh, Daddy. Oh, Bin eingesnackt, Digga. Ich kenn da gar nichts. Ciao, Kakao. Daddy. Touch mir in die Eier. Wenn man das nicht kann, auswendig lernen, wenn man einfach nicht dafür gemacht ist, Sachen auswendig zu lernen, dann ist das natürlich schwierig, ne? Also natürlich... Nein! Stimmt, oh, 80... Jetzt sagen wir mal 70... Ja, Lol, Deko, so schlecht, ey. Du bist so ein mieser Bast, Alter. Ey, du hättest auf einmal weiterfahren können. Das reicht! Muss ich Nuki auch trollen? Muss ich Nuki auch trollen hier? Digga, hau Nuki weg, Alter. Hau ihn weg, er darf nicht. Er hat's. Ey. Aber Ares nicht. Doch, Ares, Digga, war aber knapp, Alter. Geht? Also.
wenn man das nicht kann, dann ist es natürlich schwierig. Und ich würde sagen, 75% der ganzen Fragen sind logisch lösbar. Aber ja. 25% sind eben auch so, wie viel Gewicht muss man jetzt irgendwie seinen linken Kreisfinger nach Richtung Osten oder Richtung Westen zeigen? Wie viele Meter vor dem Andreaskreuz muss man... Genau, irgendwie so eine Scheiße. Genau, so ein Bums. Ne? Also das muss man wirklich auswendig lernen, ja, da kannst du nicht mit dem logischen Denken dran. Es gab eine Handvoll Fragen, wirklich, wo ich auch gesagt habe, so, da, Digga, da die Antwort, Alter, kann ich mir logisch irgendwie nicht so herleiten, da muss ich mir quasi irgendwie die komische Antwort merken. Genau, da muss man sich eben den Scheiß merken. Oh. Und das ist es eben, wie in den Prüfungen auch in der Schule, manchmal hat man einfach Glück mit der Prüfung, ne? Also manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Die werden am Ende dann zufällig zusammengesetzt, ne? Wenn du Glück hast, hast du einfach gar keine von diesen komischen Dingern drin, ne? Dass aber random zufallsbasiert ist, was du da bekommst und der Schnitt schon krass nach oben gegangen ist, heißt das ja aber eigentlich eher so, dass die Leute entweder weniger gelernt haben oder es mehr Fragen dazu, dass jetzt mehr Fragen dazu gekommen sind in den letzten 10 Jahren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute weniger gelernt haben. Ja, aber ganz sicher sogar. Also gerade wenn das jetzt switcht vom, vom am Papier lernen auf Handy-App lernen. Ja, mit Handy-App übrigens gelernt. Ja, ich lässt mir jetzt hin und lerne und dann machst du die Scheiße und dann bist du, hast du irgendwie 4 Fragen gemacht. Okay, jetzt erstmal 20 Minuten TikTok. So, aber ich glaube, ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, dieses Szenario. Und ich habe übrigens auch mit so einer App gelernt, die 1:1 dann die Fragen hatte. Oh fuck, nach oben springen. Wow, nein, es war zu viel. Die App bezahlen, oder? Schön, Marvin, schau. Oh, ich musste die App bezahlen, ja. Die hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Und es waren wirklich genau die Fragen dann. Waren auch ungefähr 2000 so, ne? Es waren 2000, aber am Ende zählt ja das dann genau die gleichen Videos. Das hat sich nämlich geändert, Uchachos. Jetzt gibt es so richtige Videos und Szenarien, die man sich anschauen muss. Damals gab es ja nur so auf Print den ganzen Bums und dann kamen da vielleicht auch weniger Probleme zustande. Ne? Und jetzt eben mit digitalen Sachen. Musst du Videos gucken? Digga! LOL! Hauptsache, lass dich in Ruhe lappen! Ey, aber dein Wrack ist drin. Also, close enough, oder? Aber du könntest dich trösten, du hättest es geschafft. Also es ist schon, wirklich... Ich wollte eigentlich nur ihn auch noch trollen, aber der schafft es nicht. Es ist nicht komplett vergleichbar, weil, glaube ich, wie gesagt, diese Videos dazu gekommen sind. Okay, Videos habe ich keine Ahnung von. Ey, Aris, du bist so ein dreckiger Lappenmann. Digga, ich fick dich richtig weg, Digga. Wenn ich dich schaue. Ey, warum? Ach so, lol, der Punkt ist weiter hinten. Ich dachte. Digga, ich Entschuldigung. Schmutzen, ich dachte, der ist weiter vorne. Ja, sorry. Digga, ich hol mir deinen Arsch. Ja, nee, ernsthaft. Als ich gerade angekommen bin und oben auf der Tube drauf war, bist du gerade erst von da hinten, wo der Punkt war, nach vorne gefahren wieder. Nein. Das ist durchaus bewusst, dass er hinten ist. Nee. Ich dachte. Nein. Mann! Aber ich habe überlegen, ob ich weiterfahre, aber nein, ich warte hier. Ihr hättet auch gewartet von, deswegen. Bitte nochmal wieder tauchen hier. Das Ding ist. Hallo, wir sind gerade bei Führerschein. Genau, wieder tauchen gehen, ey. Lass erstmal ein Thema hier abschließen, dann kannst du wieder tauchen. Nein, du hast ja mit dem Führerschein-Thema angefangen, als das Tauchthema gar nicht durch war. Aber ich will zumindest jetzt mein Führerschein-Thema erstmal durchkriegen, denn wir hatten ja jetzt die schriftliche, aber wir hatten ja noch nicht die praktische. Praktische Prüfung, Durchfallquote 2014 26%. Oha. 2023 30%. Oh, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Und ich kenne auf jeden Fall Stories, die hat mir Kev damals auch erzählt. 30? Ja. Hat mir erzählt. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Dass echt Leute, das tut mir dann immer richtig leid, dass sie auf dem TÜV-Gelände waren, losgefahren sind und beim Rausfahren vom TÜV-Gelände dann schon. Oh. Schon ist das der Punkt hier oder ist da oben? Das war der Punkt. Das war der Punkt? Okay, dann warte ich. Also ich glaube, jeder kennt da irgendwie Geschichte, dass sowas passiert ist, oder? Nee. Nein? Ich habe bei meiner Fahrschule angefangen mit der Prüfung. Oh, nee. Ich kenne das auch beim TÜV. Hä, ihr fahrt bei der Fahrschule los? Ja. Ist immer TÜV-Gelände. Ich war bei der Fahrschule getroffen, da ist der Fahrlehrer eingestiegen, dann auch der Prüfer. Und dann sind wir quasi beim Fahrplatz, beim Parkplatz, der an der Straße seitlich war, losgefahren. Aber normalerweise machst du ja nochmal vor deiner Ey, lenk Prüfung. Doch, du miese Hurenkarre! Junge, was ist das denn hier? Ja, vor deiner Prüfung machst du ja nochmal eine Stunde, ne? Warum das denn? Also, nö, das ist nicht... Nein, das ist nicht regulär. Also bei mir haben die es gemacht. Wahrscheinlich wollten sie mich... Ja, da wollten sie bei dir sicher gehen. Ich will auch ein bisschen Geld haben. Oder wenn der Fahrlehrer sagt, du bist noch nicht gut genug. Ja, aber warum wird er dann angemeldet für die Prüfung? Also ich bin eigentlich... Mach dich schon mal eine Stunde warm mit dem Auto. Aber gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube eher, die wollten Geld. Das könnte natürlich sein. Also meinem Eindruck nach ist Fahrschule
Da ist so übertrieben viel Geldmacherei drin, Alter. So für Sachen, die einfach extra nur doppelt gemacht werden, um noch ein bisschen mehr Cash abzupressen. Ja, mein Cousin wohnt in Kanada. Was hat er für seinen Führerschein bezahlt? Ich glaube... 10 Euro. Ja, das war $50 oder so. Was? Ungefähr, ja, das ist super günstig. Digga, ist das heftig, ey. $50, Alter. Das ist super, super günstig. Das ist so teuer in Deutschland. Also ich meine, ich bin ja wieder auch zweimal durchgefallen. Ich habe, glaube ich, am Ende für meinen Führerschein 3.000 bezahlt. Alter Schwede. Allerdings glaube ich auch, 3.000 ist heute ein normaler Preis. Ja, das könnte echt ein normaler Preis sein mit. Also ich würde sagen so 2, 2,5. Alter. Oh, Digga, Aris. Ey. Auf. Warum, Mann? Ey. Oh. Ey, ihr gebt mir gerade so Hack auf die Eier, Mann. Es ist unglaublich. Ihr habt so gar keinen Bock mehr gerade, ne? Ernsthaft. Yeah. Was ist geil da passiert, Digga? Ja, der Ficker schubst mich da noch runter, ey! Gott, das ist langsamer gemacht. Warum? Warum? Das war geil, ey, weil ich jetzt eben drauf bin. Ja, ich merk das schon. Ey. Hier jetzt weiter? Ah, das war schön. Ja, weil du musst da unten stehen bleiben, Marvin, oder direkt durchfahren, das geht auch. Digga. Oh, Alter, Schwede, scheiße, bin ich gut, ey. Boah, scheiße, bin ich gut. Aris hat das nicht first try hinbekommen. Ja, Junge, Aris war da oben in der Tube stehen geblieben. Oh, shit. Und uns überdreht hatten. Und Aris hat mich fast rausgeschoben. Und dann hat er mich aber nicht rausgeschoben. Und dann hab ich ihn rausgeschoben. Ah. Das ist super nett. Wirklich. Okay, also zusammenfassend jetzt das Führerschein-Thema. Deutschland ist sehr teuer, aber eigentlich auch gar nicht so kacke. Denn wenn du siehst, wie die in anderen Ländern auch mitunter fahren, ist das schon ganz gut, dass man hier... Jetzt müsste man aber auch noch mal irgendwelche Verkehrsstatistiken zusammenballern und nebeneinander ballern, wie jetzt die Unfallzahlen pro 1000 Autofahrer sind oder sowas. Ja. Ich glaube tatsächlich, ne, ich meine, wir sind ja am Ende auch immerhin dann geschwindigkeitsmäßig ein bisschen lockerer drauf. Ich glaube tatsächlich, dass da Deutschland gar nicht so gut abschneidet bei den Unfällen. Doch, da schneiden wir sogar sehr, sehr gut ab, tatsächlich. Wie gesagt, bräuchten wir jetzt mal Zahlen. Schau dir mal die Amis an, Alter. Könnte ich mal irgendwie ohne Hilfestellung vernünftig rückwärts fahren. Habe ich auch keine Zahl zu. Was ist das denn jetzt hier? Nein. Aber das ist ja auch immer schwierig, wenn man zwei Länder miteinander vergleicht, die... Ich wollte gerade sagen, die von der Einwohnerzahl eben sehr, sehr schwierig ist. Aber hier, 2018 waren es in Deutschland 4,1 Verkehrstote pro 100.000 Einwohner. In Indien 22,6, in Brasilien 19,7, in China 18,2, selbst in den USA 12,4. Aha. Ja, ja. Was ist das denn jetzt hier? Ja, hallo, Europa. Was ist das hier? Hast du irgendwelche europäischen Länder noch? Und Frankreich, nee. Italien? Aber da sind die doch genauso teuer, oder nicht? Die Führerscheine, da kriegst du doch auch nicht für 6,30 €, ey. LOL! Nein! LOL. Ich hab verkackt. Oh, ich bin drin! Oh mein Gott! Und Aris direkt hinterher? Alter, das war eine knappe Geschichte, ey. Hier war ein Punkt, ja. Das war schmooth, dein Urgus, oder? Das war wirklich sehr, sehr smooth. Also könnt ihr abhaken, Dekos These ist falsch. Hä? Ich wollte europäische Länder haben, Junge. Ja, du hast doch diese Billigländer, wolltest du doch vergleichen, oder nicht? Wo der Führerschein günstiger ist. Alter, du hast doch gar keinen Plan, wie viel der Führerschein kostet in Italien oder Frankreich. Das kann man der ist doch genauso teuer, das oder? Kann man ja googeln, ne? Das ist nicht so das Problem. Führerscheinkosten Europa. Aber Deutschland ist schon sehr weit vorne mit den Kosten. Würde ich auch sagen. Das ist schon happig, was die teilweise da verlangen. Also da gehe ich ja noch mit. Ich finde es richtig frech, ey. Und ich glaube, wie gesagt, Alter, ich glaube, es gibt so eine Fahrschullobby oder sowas. Oder vielleicht auch die TÜV-Prüfer-Lobby, die Führerscheinprüfung machen. Irgendwer setzt sich da dafür ein, dass es zu teuer bleibt. Also sogar noch steigt die Preise. Im Ausland ist es deutlich günstiger. In Belgien zahlen sie etwa 600 bis 1200 für den Führerschein. Frankreich verlangt etwa 1200. Irland, Schweden, Dänemark verlangen hingegen fast so viel wie in Deutschland, nämlich 1500. Norwegen kommt noch näher an die deutschen Preise ran. Mit 3000 Euro ist der Führerschein hier am teuersten. Norwegen, Alter, scheiße. Aber da ist ja auch alles ein bisschen teurer. Der, ne? Der ist doch so, das vergleicht mit Amerika, wo du... 600 Euro oder irgendwie sowas, 1200, die Hälfte von Deutschland. Eins, ja, aber ich rede hier über Amerika, wo es $50 kostet, Digga. Ja, ich habe von Europa gesprochen, nicht von Amerika. Okay, was machst du? Weiß ich nicht. Oh, fuck, das hat nicht gereicht. Ich wollte nur mal was testen. Nein. Aber ja, ganz einmal Fazit jetzt nochmal von Deko. Ja. Einmal von Nugi. Von Deko, ja. Führerschein, sehr Scheiß. Viel Geldmacherei. Ja? Ja. Okay, auch von Aris? Ja. Sehe ich. Okay, perfekt. Ja, nix. Ja, ich sehe das halt wirklich ein bisschen anders.
Es ergibt schon Sinn, dass man da vernünftig seine Stunden macht, damit man nicht wie der letzte Vollhung fährt. Hilft leider nicht bei jedem. Ja. Wenn man so im Straßenverkehr mal schaut. Jetzt mal ernsthaft. Ja, also, das was ich am frohesten bin, dass ich so selten Auto fahre, sind andere Autofahrer. Und außerdem habe ich auch mit Ariel, ja, es gab ja einige Fahrschulvideos, habe ich ja ganz viel gequatscht und die Fahrlehrer wollen eben auch einen guten Stundenlohn haben, ne? Irgendwas mit 20 Euro oder so oder ein bisschen darunter. Und dann muss eben auch eine Fahrstunde so viel kosten. Also du kannst ja am Ende nicht über die Preise. 20 Euro die Stunde, Alter. Du sitzt die ganze Zeit nur rum und musst ab und zu mal da eingreifen. Du kannst doch nicht verlangen, irgendwie, dass die Leute irgendwie ein scheiß Gehalt bekommen und dann auf der anderen Seite sagen, okay, aber mein Führerschein ist zu teuer. Hey, warum bin ich da? Sag mal, kriegt der das mal hin da? Das war so easy peasy. Ja, der Aussortierer. Also jetzt mal ernsthaft. Der ging eigentlich ganz gut. Kann ich ohne Aussortierer da durchkommen? Hä, war gerade Nugi noch hier? Nugi ist die ganze Zeit, der versucht hier die ganze Zeit zu tryhunten. Falsche Richtung, Nugi, so voll Idiot. Ich bin durch den Aussortierer durchgefahren und ich bin eigentlich... Ich wollte nur Informationen beschaffen. Ich geh jetzt auch. Das heißt, du hast mich geblockt, alles tryhardet. Halt die Fresse, Nugi, Alter. Du tryhardest die ganze Zeit und flamest mich jetzt zu. Ganz ehrlich, geh mir nicht auf den Sack. Dann zieh dich, du Lappen! Marvin ist auch noch hier. Ja, ich bin auch noch hier. Der labert der Schinken mich zu, Alter. Ich glaube, es hackt, ey. Beide Dudes, die ab und zu mal warten und irgendwann es dann Richtung Ziel geht, dann wird nicht mehr gewartet. Ja, dann wartet keiner. Also. Keiner, nicht mal du, Alter. Du sowieso nicht. Ich warte ständig. Ja, aber nicht vorm Ziel. Klar. Ey, Alter. Wieder der Aussortierer gelaxt. Ja, der Aussortierer war bei mir auch immer maximal kacke. Der Aussortierer war voll einfach, also wirklich, no joke. Da muss ich sogar selber sagen. Bin wieder kacke, ja. Wissen wir. Wir mögen dich trotzdem. Also, ne, bezüglich nochmal der Führerscheinkosten. Die sind so nur im Auto und greifen ein paar Mal ein. Ja! Ist doch so. Du brauchst da schon eine krasse Ausbildung für. Also ist ja nicht so, dass du keine Ahnung, also da musst du schon ein bisschen was können. Ja, andere Leute machen auch krasse Arbeit, haben keine 20 Euro die Stunde. Ja, gut. Und können auch keine Jugendlichen erpressen. Ja, ein Fahrlehrer bekommt ja auch genau 20 Euro die Stunde oder was? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, genau wie, aber ja. Nein. Also die Fahrschullehrerin, also die man hier auf der Ecke viel Geld hat, oder auf jeden Fall geile Autos vor der Die bekommen weniger Geld und dann kostet der Führerschein eben auch weniger. Also für irgendwas muss man sich entscheiden, ne? Also ich denke mal schon, dass sie so 25 die Stunde finden. Die kriegen nicht 25 Euro die Stunde. Doch, was für ein Universum lebst du denn bitte? Doch, weil das habe ich nämlich... Praxisstunde. Alter, die verdienen richtig gut. Was kostet? Die verdienen nicht schlecht, habe ich auch nichts gegen gesagt. Aber 25 Flocken verdienen die nicht. Was zahlst du denn für eine Praxisstunde? Genau, mach das mal, weil als mit Ariel gequatscht habe, mein Fahrlehrer... Toll. Hat er gesagt, es gibt nämlich nicht so viele Fahrlehrer und deswegen... Ich dachte, du wärst Nugi. Marvin nie. Ich weiß es nicht. Oh, du jetzt. Sackgesicht! Was denn? Ja, danke. Hey, was hab ich? Was willst du denn? Ich war hinter dir und du hast mich weggedrückt. Du warst hinter dir? Das ist doch gar nichts passiert, du Lappen. Doch! Aris, ist ein Fallschirm jetzt hier? Was? Lol. Ich will jetzt zurück zur Plattform. Ich hab hier Jobangebot für Fahrschullehrer. Ja. MWD in Niedersachsen. Durchschnittsgrundgehalt pro Monat 3.972 brutto. 3.900? Ja. 3.900? Das ist schon ordentlich. Eine Menge. Ja, dann rechne einfach mal ein Tausender Steuer drunter, liegst du bei 3.000 Euro. 2.9. Das ist schon, die verdienen schon gut. Ja, die verdienen gut, Alter. Ja, deswegen. Wir kriegen keine 25 Euro die Stunde. Das könnte sogar 30 sein, Alter. Deswegen, weil es einfach nicht, 25, weil's nicht so viele Euro gibt. Ja. Weil es nicht so viele gibt. Also gut, Schatz, ich werde Fahrlehrer. Ja. Dem auch eine krasse Ausbildung. Einfach, ne? Also, Fahrlehrer werden. So einfach ist das nicht, wie man sich das so vorstellt. Ja, sitzt hier komisch rum, Alter, sitzt da im Auto rum, irgendein Jugendlicher, den ihr voll labern könnt mit euren Weisheiten. Beste Radio. Ihr habt auch keinen Plan vom Leben. Marvin als Fahrlehrer, ja. Genau, ihr könnt das Radio steuern. Oh. Ihr könnt das Radio steuern, finde ich geil. Und zwischendurch könnt ihr noch in der Fahrschulstunde von euren Schülern könnt ihr noch eure eigenen Erledigungen besorgen. Einkaufen. Also das ist der Klassiker. Halt mal ganz kurz hier an, ich muss mal ganz kurz reingehen. Wir müssen hier noch mal jemanden abholen. Nebenbei sind wir übrigens noch ein Uber-Unternehmen. So, den fahren wir jetzt übrigens zum Flughafen. Okay, Deal. Ja, man muss das nur kombinieren, Muchacho. Das ist eine neue Marktlücke. Ja, Uber, das war ein Grundgehalt, ne? 3.000 Euro Grundgehalt. Und ist übrigens, steht hier gleich wie der landesweite Durchschnitt. Ja,
Also, aber wie gesagt, es ist eben auch Arbeit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das geschenkt ist. Das ist auch, da ja, muss man also eben ein bisschen. Du musst schon im Auto sitzen halt, ne? Alter, der pure Hass. Ja, man muss ja auch aufpassen. Ab und zu muss man auch mal eingreifen. Dann kannst du es ja selber machen. Du kannst ja Fahrschullehrer werden. Vielleicht. Nach YouTube? Rechts! So, Tryhard jetzt da vorne. Wir sind doch fast schon am Ziel, oder? Jetzt kann man noch Tryharden. 6 Punkte fehlen noch. Mhm. Ja, fahrt einfach weiter. Pass. Da musst du jetzt drehen. Du musst ja wenden. Hier drehen. Ja, kannst du nicht da drauf wenden? Kriegst du das hin? Nein! Alter! Ey, das muss man mehrfach machen. Leck mich. Ja, das kriegst du hin. Lol. Fickfotzen. Na! Was sind das hier für Unwörter? Ey, ich schwör's euch. Ey. Ist das eine miese Scheißkarre? Tryhardet Ares die ganze wieder weiter nach vorne. Du hast gesagt, ja. Fahrt weiter! Tryhardet nach vorne. Da hab ich nicht gesagt. Nein! Er hat zu null gesagt, du kannst von da aus weiterfahren, wo er lag. Nein. Aber das habe ich, auch gesagt, aber das andere habe ich auch gesagt. Hier oben einfach geradeaus springen. Nein, nach oben springen, bis nach oben. Jetzt musst du übrigens den Boxershort tragen, weil du verkackt hast, ne? Ich habe mich verkackt, haha. Doch, hast du, du bist nur angefahren, du Laberkopf. Nein, das zählt nicht. Das war noch im Try drin. Okay, okay, dann lassen wir das einfach mal geschehen. Ja, also es war wirklich im Try drin, Leute. Also es war ja. Hätte ich da, wäre ich zu Fuß gegangen. Dann Marvin, fahr! Ich hab beide verkackt. Nein, diese Sackflaschen durfte nicht durchkommen. Wie wir beide da einfach stehen, Digga, und richtig geiern, ey. Achtung. Okay, ist das Fahrschulthema jetzt vorbei? Also, Bewerbung nimmt Deko dann so in. Wann ist die YouTube-Karriere vorbei? Übermorgen. Los, nein, übermorgen. Ja, nein, nein! Lol. Digga, Ares, rasier mir nicht meine Balls. Ey. Digga, ihr könnt das nicht ohne Speed schaffen. Wir beide durch, easy. Ich wollte gerade sagen, weil ihr gegenseitig gezogen habt. GTA-Bug-mäßig. Nein, nein, nein. Oh, nein, 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 hol dir das nächste Loch, Deko. Hol dir das Loch. Logi, weg da! Logi, weg da! Logi! Ey, du mieser Hund! Ich bin draußen! Ey! Digga, fahr jetzt, Deko, fahr! Karma, Junge. Digga, Leute. Fahr doch! Ey! Wartest du auf Harry Potter oder was? Die ist vielleicht mal nicht so in die Länge ziehen, einfach, Digga, ich fahr jetzt einfach. Digga. Ey! Nein. Nein, nein! Fahr doch da weg, Mann! Ey, warum schießt ihr auf mich? Wenn ich keinen anständigen Try kriege, von euch auch keiner ein. Warum nicht? Ich hab dir nichts getan! Ja, okay. Ey! Jetzt schnell! Jetzt zu spät! Ja, ey, wir müssen wieder einversauen, ey. Jetzt bin ich dran. Nein, Nugi, Alter, beruhig deinen Arsch doch. Ich hab gerade schon getried. Jetzt! Dreier gemacht. Los, mach ich dran. Schnell, komm. Ja! Oh ja, Wie? Ja. Ich hab ihm geholfen. Oh ja. Das ist alles gewesen. Full Speed oder Middle Speed? Ich hab keine Ahnung. Ich mach Middle Speed. Wieso mach Logi? Logi, Mann! Wartet doch! Ey! Und go! Immer diese Schreie sind so geil. Ja, der pimmelt da rum und hält hier ganz Laden auf, Alter. Ich halte hier nichts auf. Oh, ist das geil. Hält alles auf, jetzt geh aus dem Weg. Ja, jetzt hältst du nichts mehr auf. Das stimmt wohl. Haha! Oh, ist das geil, ey. Darf ich weiter nach vorne tryharden? Ja, ich baller direkt nach oben an die Decke. Weg. Okay, aber Deko, du wolltest doch irgendwas zum Thema Tauchen von dir geben. Also, ja, Führerschein ist mir durch. Keine Ahnung. Du willst unbedingt mal tauchen. Deko will eine Tauchschule aufmachen. Digga, eine Tauchschule wäre auch schon. Tauchschule wäre geil, Alter. Das ist auch so richtig aussteigermäßig so. Okay, ich mache jetzt so Goodbye Deutschland, Staffel 4. Gab's nicht welche, so eine Tauchschule oder was? Ist Surfschule? Digga, das hat jeder Zweite, glaube ich, da gemacht, ey. Digga, nein. Also, eine Tauch- oder Surfschule wäre schon geil, Alter.
Digga, du wohnst einfach am Strand. Ich hab ja mal Kitesurfen gelernt. Digga, was hast du nicht gelernt, ey? Kitesurfen kann ich nicht. Ich meine, ich hab sogar einen Kitesurf-Schein bekommen da, weil mein Vater den Scheiß gezahlt hat am Ende eigentlich nur. Ich hab so gut wie gar nicht gekitet, weil es kein Wind war. Aber. Deko, voll das Rich-Kid, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Deko, du bist übertrieben das Rich-Kid, Alter. Ja, das hat mir mein Vater bezahlt und das hat mir mein Vater bezahlt. Du bist so ein halber Draco Malfoy, Alter. Mein Vater hier! Digga, wenn du mit deinen Eltern Urlaub fährst, Alter, soll ich mit 15 da 500 Flocken selber bezahlen für irgendwas oder was? Leute, ich hab hier technische Probleme. Ja, Pech. Oh. Witch Kid, Alter. Unglaublich, ja. Kann ich nichts gegen sagen, ist halt so. Ja, ist halt so. Das stimmt wohl. Was soll ich machen? Also zumindest mein Vater auf jeden Fall hat ganz gut Geld verdient. Scheint so, ja. Man soll es den anderen ja auch gönnen, ne? Wir sind ja in einer Gönner-Mentalität. Oh, Lawrence. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ja, bitteschön, da, ne? Bitteschön. Ja, du hast da keinen Anteil dran. Ich finde das übrigens saugeil, dass Marvin jetzt einfach die ganze Zeit weiter tryhardet, ne? Ohne. Ja, normal, kennst mich doch. Ja. Ja. Aber ich werde zugeflamed, wenn ich mir auch nur einen Punkt ansatzweise mal angucke. Ja, natürlich. Verständlich, oder? Nee. Er will einfach nicht hoch. Er will nicht hoch. That's what she said. Oh, fuck. Lol. See you, nee, wer war das? Ares war das, ne? Ja. Der hat mit Nummer 5 oder Nummer 8 gearbeitet? Nein, den letzten! Anhalt dein Tag jetzt lang! Och du Scheiße, Hab ich jetzt erst am Ende ein bisschen mit Nummer 8 gearbeitet. Nummer 5 habe ich am Anfang Nein. Also ich hab's random hinbekommen, ich kann dir leider absolut gar keinen Tipp geben. Also Marvin hat's unverdient geschafft. Kann man es auch so sagen, ja. Jetzt habe ich dir wieder geholfen, okay, gut. Du hast mir bestimmt geholfen, ja. Also ich hab's einfach nur plötzlich irgendwann geschafft. Achso, ja, dann war es von meinem Stupsi. Könnte sein, ne? Mega Lex! Aber ich muss sagen, die Map gefällt mir. Die ist eigentlich ganz cool. Also, weil sie anspruchsvoll ist. Ja, beruhig dich! Scheiße, jetzt hänge ich die Felder fest. Mittig? Meinst du mittig? Springen wir so ein bisschen nach. Digga! Ey! Ja! Du wolltest mich runterschubsen, selber schuld! Ging doch gar nicht, du! Alter Ares, ey! Ging doch gar nicht! Zum zweiten Mal, Digga! Zum zweiten Mal einfach! Wo zum zweiten Mal? Ich hab nichts gemacht! Willst du mich verarschen? Was hab ich gemacht, Mr. Ares? Was hab ich gemacht? Wieso zum zweiten Mal? Ich hab dich zum YouTube, als ich in die Tube reingesprungen bin, hast du mich auch schon weggeholgert? Ja, aus Versehen, Alter! Ja, naja, doch! Du warst am Tryhard! Oh. Alter Schwede. Digga, jetzt werde ich dich richtig auseinandernehmen. Wenn ich irgendwo deinen Arsch nochmal sehe. Dann ist dein Arsch richtig Geschichte, Digga. Dann ist dein Arsch Geschichte. Der Erzengel Michael kommt vorbei. Nugi hat es endlich. Wie durch ein Wunder hat er es geschafft. Yay, wir sind oben. Aber er hat es. Weiter geht's. Finally. Deko, zieh dich an. Digga, wie lange haben wir jetzt gewartet? Ja. 4 Milliarden Jahre? 4 Minuten ungefähr. 4 Minuten, Digga. Wenn das so Inception-Minuten waren und jede Minute waren 8 Jahre, dann ja. Ja, was ist das denn hier? Was falsch? Hat er hier falsch? Hä? Oh, wir müssen oben drauf! Wir müssen oben auf die Tube drauf! Okay. Oh, da müssen wir so ein bisschen nach oben springen sogar, ne? So runter und wieder hoch. Könnte sein. Oha. Crazy. Dann mal Abfahrt hier, Leute, ne? Ich bin ein bisschen Windschatten, nehme ich natürlich von Deko, dankeschön. Nein! Oh, fuck. No! Oh. Also, leider ist diese Federung von dem Monster Truck ein bisschen Käse. Zum Nachteil bisschen, bei dem Spot hier. Oh. Deko hat mich angesteckt mit Blutroch. Ja. Oh, Digga. Jetzt habe ich auch so lange Black Screens, das ist Blutroch. Nein! So, komm, Nummer 1. Ja, Nummer 1. Du bist weg, by the way. Dann hast du mich angeschaut. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt habe ich wieder. Aber ist eigentlich echt eine coole Map. Nach wie vor, ey. Ich bleib bei meiner Aussage. Die ist geil. Oh, nein, Scheiße. Das war runter. Aber wie soll das denn jetzt gehen hier? Der nächste nein, ist das ja so. Ich fall schon wieder dran vorbei.
Ich muss ja so ein bisschen so fahren hier, ne? Ach, das ist eine Bremse! Oh, Kuss, ey. Oh, jetzt hier nicht verkacken. Jetzt hier nur ja, rutscht halt noch wieder runter. Ey, ja, die Federung ist crank, Digga. Die Federung ist crank. Jetzt nur noch einmal, Digga. Nein, noch einmal. Oh! Oh! Den Schatten? Geil. Digga, Papa fährt jetzt weiter, Digga. Wir können nicht immer jeden Punkt jetzt warten. Jetzt wird getryhardet, Digga. Wo meinst du, ist die Bremse? Nicht. Nein! Nein! Der war da gerade hinter mir. So, aber am Ende des Tages. So hart unverdient. Ey, wenn's einer verdient hat, dann pro fucking Boss. Auf aber wirklich. Gar keinen Fall. Wie wenn's nein? Wenn's einer verdient hätte, wäre ich das. Ja, danke, Ares, Digga. Danke. Oh, Deko hat es. Oh, der, wer ist denn da vorne? Der bei dem sieht aber auch ganz gut aus. Sein. Nee, Nuri? Nee. Ich bin das nicht. Ares? Okay, wer wird jetzt zweiter Platz? Das ist jetzt die Frage. Ich. Wer wird die Kruste? Wer wird der Knob? Das Knope? Knut heißt das. Die Knut. Knust. Knust. Oh. Oh, schade. Boah, da hatte ich gerade mal ein bisschen Schiss, ey. Aber wer wird der zweite Platz? Oh, fuck. Ich habe selten so wenig, so viele Begriffe dafür gelesen, wie für Knust. No! Ich wollte schon alles auslachen, dass er verkackt hat, aber... Warum gibt es für etwas, das keiner mag? Wobei es gibt es Leute, die das mögen. Junge, warum so viele Begriffe? Baust der da hoch, Alter? Das ist gar nicht so einfach. Man muss einfach vorher raus und dann in den Speed rein jeeten, ne? Dann jeet! Also ich bin vorher raus und ich bin in den Speed rein. Second Try übrigens, oder Third Try. Digga, die Karre. Ich krieg's nicht gebacken. Aber für so einen Wallwechsel ist die schon echt scheiße. Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, oh. Ey. Oh, Mann, ey. Digga, miese Sacknaht, Alter. Sacknaht in sein Gesicht. Oh, aber der sieht gut aus. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ja, oh, ey, schade. Ey. Digga! Ey, Mann! Das ist so eine Scheißkarre, Alter! Vielleicht müsst ihr beide noch den Monster Truck Führerschein machen. Kostet bestimmt nur 6.000 Euro. Natürlich, ich prall wieder ab, ey. Und ich überdrehe! Ja, hatte ich auch schon dreimal. Aber es gibt ja auch diesen krassen Führerschein, den man irgendwie am Wochenende machen kann, ne? Digga, ich frag mich, wie das gehen soll, ey. Einfach Wochenende? So ein Wochenendführerschein gefühlt. Ja, die man irgendwie wirklich so in zwei Wochen durchballert, ne? Jetzt nicht nur am Wochenende, ja, aber zwei Wochen. Ja, indem man jeden Tag dafür arbeitet. Fertig. Problem gelöst. Allein schon diese ganzen Behördengänge, Digga, da muss doch mindestens schon 8 Wochen Karenzzeit irgendwie da drin sein, dass das funktioniert. Oh, oh. Oh, oh. Daddy, ey, babe. Digga, wie kann es denn immer so gut aussehen? Dann muss ja komplett in den Arsch gehen, Alter. Ecos Kindheit und Aussehen in a nutshell. Digga. Ich hatte einen Glow-Up auf jeden Fall. Oh, Ares hat es. Alter. Bremse. Oh. Jetzt die Frage, ist es verdient, dass Ares zweiter Platz ist? Nein, es wäre verdient, wenn ich erster wäre. Ja, ich würde nicht sagen letzter, aber eigentlich schon. Ach. Wolltest du noch beenden? Oh! Ich stehe vom Ziel. Oh, finally. Finally. Aber irgendwas ist hier noch, ne? Ja, da kann man noch verkacken. Ja, hier erstmal Fullspeed fahren, Deko. Du musst auf jeden Fall Fullspeed fahren. Fullspeed, Fullspeed, Fullspeed. Da musst du unten fahren. Oder oben und dann unten, ja. Da musst du unten fahren. Und das war's. Am Ende kommt ein Long Jump und dann hast du es eigentlich, glaube ich. Nuki, wie schaut's eigentlich aus bei dir? Wo bist du denn? Ich bin in der Röhre gerade drin. Jetzt bin ich wieder beim Respawn-Punkt. Oh, Ares verkackt gerade. Vielleicht kann Deko noch zweiter werden. Weil ich gewartet habe. Ich habe hier wirklich gestanden und gewartet, aber ja gut. Hab ich nicht gesehen, Ares. Was? Nein, bitte. Nein, ich auch. Fahr. Nein. Oh. Ja, ich dachte, ich hab's. Oh, ja. Nein. Bam. Absolut verdient. Oh, das wäre lustig gewesen. Absolut unverdient. Ja, absolut. Ey. Überhaupt nicht, ne. Also der Einzige, was ich gar nicht verdient hat, war Ares. Ja, genau.
Lass mal raten. Das ist eine neutrale Einschätzung. Auf wen haben wir hier nochmal am längsten gewartet? Sorry, Nugi, aber ich glaube, es war auf Nugi. Ich nicht. Ja, ich nö. Nicht, nein. Nö, nö. Ja, aber Ares war der Unsympathischste, weil Ares hat zweimal Leute genau vom Punkt weggeholt. Ja. Oh, ja. Ja. Mhm. Als Einziger bin ich ganz kurz. Und Nugi hochgeholfen zum nächsten Punkt. Also eigentlich zählt immer nur, wer erster Platz ist. Das ist Pro Fucking Bosser. Darum geht's auch hier. Ich liebe Schacko, es, Alter. Ich liebe es einfach. Junge, Junge. Oh, Salz. Was ein Schnacko! Ja. Aber war doch eigentlich ein cooles Rennen, oder? Also für ein Liberator-Rennen. Es war knackig, es waren neue, coole Parkour-Dinger, es war ein Warride drin. Also eigentlich war für jeden was dabei. Ja, es gibt einen Daumen nach unten. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da, Muchachos. Schaut auf jeden Fall bei Ares vorbei, schaut bei Nugi vorbei, schaut bei Merchandise vorbei, schaut bei Triebwerk vorbei, schaut überall vorbei. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann, Antenne. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye.